Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute ist der Park von Yannick dran. Und wie der genau heißt, weiß ich gar nicht. Also steht nicht in der E-Mail. Ich habe ihn nochmal gefragt, wie der heißt. Vielleicht steht es dann im Titel. Ansonsten nenne ich das Ganze einfach Jurassic World, würde ich sagen, weil der Speicherstand heißt My Jurassic World und ich denke mal, das ist dann am passendsten. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange, weil der Park ist sehr, sehr groß. Und wir starten jetzt direkt. Und los geht's. Schließen wir uns den Leuten hier an. Merk auch schon, dass die FPS ein wenig schlechter sind, weil der Park so groß ist. Oh, das ist jetzt hier aber erstmal direkt eine fette Mauer, wo wir drauf zukommen. Ist bestimmt irgendein großer Fleischfresser hinter. Gehen wir direkt hier erstmal rechts, würde ich sagen. Da ist ein Innovationszentrum. Aber das dürfte die Rückseite sein. Das heißt, wir müssten hier durchgehen und dann kommen wir auf der anderen Seite wieder raus. Ja, dank Videoschnitt geht das auch ruckzuck. War übrigens nur der Seiteneingang, also ist hier auch nicht die Vorderseite. Aber da hinten brauchen wir, glaube ich, nicht hochgehen. Aber hier geht es irgendwo rein. Ah, okay, das ist eine Beobachtungsgalerie. Mit Stegos dürfen es sein. Sind leider gerade sehr weit weg. Ah, da trinkt einer. Aber den kriegen wir nachher auch noch von der anderen Seite zu Gesicht. Und hier fährt auch irgendeine Tour durch. Deshalb würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier links am Eingang. Mal schauen, wo uns das hinführt. Oh, hier geht schon direkt eine Tour mit einem Übergang aus dem Aviarium raus und hier in die Gehege rein. Also ich glaube, wir haben hier wirklich eine ganz, ganz lange Tour, die wir nachher fahren können. So, hier ist die nächste Beobachtungsgalerie. Und da haben wir Nigersaurus und Dinoceratopse, so wie es aussieht. Wäre ganz cool gewesen, hättest du im Gehege das ein bisschen abgeflacht, dann hätte man die besser sehen können, weil das Gras schon sehr hoch ist. Und ich hätte mir auch noch so ein paar andere Zäune hier gewünscht, wo man dann mal durchschauen kann, weil hier ist jetzt ja nicht wirklich was Gefährliches hinter. Also da hätte man ruhig mal an der einen oder anderen Stelle noch so ein Blickloch machen können. Also sieht man halt immer nur Betonwände und das ist nicht ganz so schön als Besucher. Ich würde mich so hart verlaufen. Ich glaube, ich halte mich jetzt erstmal so ein bisschen hier links, würde ich sagen. Die Einschienenbahn werde ich jetzt auch erstmal noch nicht fahren. Wir versuchen erstmal alles so zu erkunden, wie es geht. Fängt es natürlich an zu regnen. Ja, super. Aber es hört bestimmt gleich wieder auf. Aber wir gehen hier mal ins Aviarium. Oh, das ist aber noch sehr, sehr kahl. Da drin befinden sich Opiogenathus. Ein Pteranodon sehe ich. Muss ich jetzt ruhig noch ein bisschen mehr Gestaltung machen können. Wobei so eine Wiese ist ja auch mal nicht schlecht, ne? Aber so noch den einen oder anderen Felsen dazwischen. Oder noch so ein paar kleinere Mini-Bäumchen oder so. Das wäre noch ganz schön gewesen. Und gegenüber befindet sich dann auch noch eine Beobachtungsgalerie. Und da fährt eine Gyrosphärentour durch, so wie es aussieht. Wo die Säule hier ist auch nicht so praktisch platziert. Die verdeckt ziemlich viel Sicht. Diplodokus haben wir hier drin. Ja, die einen oder anderen Wege sind hier ein bisschen wüst geworden. Das ist wahrscheinlich im Nachhinein noch hier die ganzen Stromsachen platziert und dann ist das hier leider ein bisschen doof geworden. Hast du bestimmt von oben dann nicht mehr gesehen. Das kann passieren. Aber wäre schön, wenn ihr das dann noch mal einmal kurz überkontrolliert. Gehen wir mal hier in den Turm rein. Da ist überall auch diese Betonwände benutzt. Ah, guck mal, jetzt ist da ein Dino. Ein Allosaurus mit einem sehr schönen Skin. Bin jetzt mal eben einen Turm weitergegangen. Aber auch hier die Gehege ein bisschen sehr kahl. Also so ein bisschen mehr Gestaltung hätte ich mir schon gewünscht. Auch vielleicht noch ein bisschen mehr mit den Terrain-Tools so die Übergänge machen. Über den Felsen, so kannst du ruhig noch so ein bisschen damit reinmachen können in das Gras. Ist da hinten auch ein Alu? Ich glaube schon. Und im nächsten Gehege haben wir Spinos. Sind auch gerade am Snacken da hinten. Gönnen sich schön Fisch zusammen. Das war jetzt gerade dieser Bereich hier vorne. Das riesige Aviarium. Dann hier die Diplodocus-Gehege, Allosaurus und Spino-Gehege da hinten. Da sind sie. Immer noch am Snacken fleißig. Die noch gar nicht mehr auf.
Und jetzt geht's einmal hier lang. Ich glaube, so Richtung Mitte des Parks. Und da erwartet uns auch ein Riesenhighlight. Nämlich eine wundervolle Lagune. Ist ja immer irgendwie so ein Highlight vom Park. Sieht von oben immer mega cool aus. Mal direkt hier vorne in so eine Galerie rein. Und dann schauen wir am besten auch gleich von oben mal. Da sehen wir auch schon einen Mosasaurus schwimmen. Ja, hier ist bestimmt auch noch mehr drin. Da schwimmt irgendwas Kleines, oder? Ne, das sind, glaube ich, Fische normale. Aber das ist halt eine Riesenlagune. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir was sehen, sehr gering. Das sind halt nur Fische. Ich denke mal, das Beste ist es, wenn ich es euch gleich von oben zeige. Dann kann man es besser sehen. Eine wunderschöne, riesige Lagune mit so einer Insel in der Mitte, wo dann die Einschienbahn rüberführt und noch mehr Galerien sind. Finde ich mega cool, die Idee. Sieht richtig nice aus. Hier war übrigens das Innovationszentrum. Da wären wir dann hier vorne rausgekommen. Noch einige Toiletten und Besucherläden. Und dann kommt man halt hier auf den Mittelpunkt des Parks zu. Sind ja noch mehr Tiere? Okay. Gemordete Fische sind immer noch drin. Die sehr cool aussehen. Oh, der guckt mich voll gruselig an. Ich frisst er mich. Ich schwimme einmal hier durch. Gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Ein Elasmosaurus finden wir auch. Ist das ein Elasmo? Ich glaube schon. Und das mit dieser Insel in der Mitte ist echt richtig cool. Da hast du dann noch Dekoration platziert. Toiletten. Und auch schöne Beobachtungsgalerien. Und dann in der Mitte das als Highlight die Einschienbahn, die in beide Richtungen weggeht. Finde ich auch mega die coole Idee. Mit etwas Glück kriegen wir gleich hier was zu Gesicht. Der Moser schwimmt hier unten schon lang. Weiß nicht, ob er Bock hat. Er schwimmt hier einfach nur durch, leider. Ich hätte euch gerne mal wieder eine Fütterung gezeigt. Aber momentan haben wir da echt Pech. Und gleich wird hier der Fisch da gesnackt. Oh, er dreht sogar ab. Sollte aber schnell wegschwimmen. Aber ich fliege jetzt mal so weiter in dieser Sicht. Dann geht das ein bisschen fixer. Und das Problem ist halt, dass wir hier viele von diesen Betonzäunen haben und ich dann leider eh nichts sehen kann aus Besuchersicht. Aber du hast dafür umso mehr von diesen Galerien eingebaut. Oh, der Stego guckt aber traurig auf die Mauer. Ah ne, der frisst. Okay, dann ist es nicht ganz so traurig. Kann ich eigentlich reinfliegen? Ne, kann ich nicht. Aber es geht ja auch, wenn wir von oben dann gucken. Dann hat man auch eine bessere Übersicht nochmal. Schönes Gehege. Und auf der Rückseite sind dann ein paar Hotels. Können wir auch mal kurz in die Poolansicht gehen. Natürlich wieder genial, ne, wenn man hier oben steht. Und diese Strommasten sind ein bisschen im Weg. Die hätte man echt noch ein bisschen anders platzieren können. Aber ansonsten ist die Aussicht schon mega schön. Auf der linken Seite kann man dann auch die Stegos sehen. Oh, wie schön. Da ist sogar noch mehr drin. Omalocephale sind da noch drin. Und dann hat man auch noch zwei weitere Hotels und Besucherläden. Und hier rechts geht auch noch ein Weg ab. Kommt man nochmal in eine Galerie rein. Hier ist auch wieder andere Bepflanzung. Das finde ich hier sehr cool mit der Ansicht. Guckt man dann so durch die Bäume durch und kann dann die Dinosaurier sehen. Die Bäume hast du wirklich sehr gut platziert. Irgendwie sehr geheimnisvoll hier aus, wenn man da so durchschaut. Was sind das überhaupt? Ich fliege jetzt einfach mal ganz dreist rein. Ist auch Edmontus. Irgendwie sind alle Tierchen am Fressen gerade. Wann liegt das? Hier ist auch nochmal eine Beobachtungsgalerie. Und der hat man aber nicht so die tolle Sicht. Da ist direkt ein Wald davor. Und hier die fetten Säulen, aber man sieht trotzdem Dinosaurier. Archaeornithymimus ist es, glaube ich, oder Galli, ich weiß es nicht. Und ein Edmonto. Das mit dem dauerhaften Fressen liegt, glaube ich, daran, dass sich der
mit den Mods ein bisschen Mist gebaut habe. Also es liegt an mir, das ist mein Fehler. Wir gehen auch nochmal hier schnell rein und schauen uns das mal an. Du hast aber auch wirklich diese Betonwände überall durchgezogen, ne? Noch keine andere Mauer gesehen. Ah, jetzt laufen sie wieder, die Dinos. Also hat geklappt. Das ist schön. Oh, da ist auch noch ein Red Noctus. Der läuft hier gerade perfekt lang. Mega gut hier so mit den Bäumen. Also da unten waren wir gerade. Und im Prinzip gehen wir jetzt einmal um die Lagune rum. Und da drum sind dann ganz viele Gehege. Da seht ihr jetzt echt schon die Ausmaße von dem Park. Deswegen bin ich so ein bisschen mich am Beeilen. Schau da jetzt einfach so rein. Oh, nochmal ein Red Noctus. Auch cool am Fressen. Daneben haben wir... Oha. Ich habe echt viele Mods noch installiert. Nehmen wir auf jeden Fall Barrys. Nee, Suchomimus sind es, Entschuldigung. Voll das coole Bild, wie der da schläft. Und daneben steht der einfach und bewacht ihn. Und er schläft. Und hier haben wir einfach einen Spinoraptor. Das wäre normalerweise ein Baryonyx gewesen. Aber ich bin immer zu faul, die Mods zu deinstallieren. Sollte ich halt mal wieder machen. Aber ich meine, so einen Spinoraptor im Park zu haben, ist auch nicht verkehrt. Das ist auch mal was ganz Besonderes. Wir sind immer noch irgendwie alle am Fressen teilweise. Ich meine, schlimm finde ich es jetzt nicht. Dann kann man die wenigstens gut beobachten, wenn sie stillstehen. Aber ich werde gleich gucken, wenn wir die Tour fahren, dass sie ja... Oder dass ich das dann gefixt kriege. Muss ich mal eben einmal die Mods deinstallieren. Damit die auch rumlaufen, die Dinos. Sieht aber gerade so nice aus im Regen. Ist das hier ein Polacanthus? Ich glaube schon, ne? Schöner See oder was das hier ist, hast du eingebaut. Hier hast du das auch voll schön gestaltet mit den Besucherläden und der Deko. Der schöne Ausblick mit den Bergen im Hintergrund und der Lagune. Ist das nächste Gehege? Das ist aber relativ flache Gehege gebaut. Also ich hätte mir so ein bisschen mehr Höhenunterschiede und so gewünscht. Aber das hier sieht sehr verwuchert aus. Oh, das ist die Jurassic Park 3 Brachios. Sind auch wunderschön. Diese grün-roten. Auch am Snacken. Aber ich glaube, wir sehen gleich halt noch alles bei der Tour. Bin ich mir ziemlich sicher. Und als nächstes Gehege hätten wir dann das Diplodocus-Gehege wieder. Das heißt, wir sind jetzt einmal komplett im Kreis gelaufen. Man müsste jetzt vermutlich mit der Einschiebbahn, die einmal komplett hier umrum fährt, auf die andere Seite gehen. Mache ich jetzt einfach mal. Mal schnell hier rüber. Und dann steigen wir hier wieder aus. Hier sind die Wege leider auch sehr, sehr uneben. Es wäre schön, wenn ihr da echt ein bisschen darauf achtet. Also ich kann es euch halt empfehlen, lieber ein bisschen kleiner bauen und dafür mehr Details in den Gehegen. Weil wenn ihr dann so groß baut und so, dann muss ich mich dementsprechend auch mehr beeilen, weil das Video halt nicht zu ewig gehen soll. Und ja, es wäre auch halt auch schön, wenn ihr nicht immer nur hier die Betonzäune benutzt, damit man auch was sehen kann. Ich meine, du hast natürlich dementsprechend viele Galerien eingebaut stattdessen. Ist auch nicht verkehrt. Oh, wie schön die hier am Grasen alle sind. Gerade ein perfektes Bild. Wir düsen jetzt einfach mal mit der Tour los. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass ich mich zu 100% verfahren werde. Ich habe gerade schon von oben gesehen, wie krass groß das ist. Jetzt so ruhig auch noch ein bisschen überglätten können. Ist immer nicht so angenehm für die Gäste, wenn es so hügelig ist. Also ich rase hier gerade schon echt Vollgas durch. Hier ist gerade auch echt ein langes Stück, wo man nichts sieht, wo wir nicht mal in einem Gehege sind. Es kann gut sein, dass ich eher viel rausschneiden werde und euch erstmal nur die Highlights zeige.
Also ich kann ja immer nur empfehlen, bei so Touren das lieber so ein bisschen kompakter zu planen, dass die Gäste auch durchgehend immer was zu sehen haben. Wenn man viel rumdüst, ohne was zu sehen, dann wird es schnell langweilig. Und auch ein paar Felsen und so fehlen mir hier auch. Und auch der Zaun ist so ein bisschen hügelig da. Also so ein bisschen die Feinarbeiten fehlen mir auf jeden Fall so ein bisschen. Wäre auch schön gewesen, hättest du hier einfach gar keinen Zaun gemacht, hier auf der rechten Seite. Einfach nur den Wald so als Hintergrund. Das hätte schöner ausgesehen. Ah, hier sind die ersten Dinos. Jetzt echt lang gedauert. Digimolochs. Aber so kleinen Dinos ist auch immer empfehlenswert, wenn man nicht überall so hohes Gras hat. Sonst sieht man die kaum. Du hast jetzt hier überall das Gras mega hochgezogen. Und so kann man die eigentlich fast nur sehen, wenn sie hier schön über die Strecke laufen, was gerade auch der Fall ist. Ankylosaurus. Also auch ein schönes Mischgehege. Da geht's hier wieder steil bergauf. Jump gegen das Tor. Oh Gott. Ja, da müsst ihr echt immer aufpassen. Das sieht man halt wirklich von oben teilweise nicht, wenn man baut. Immer nochmal schön kontrollieren und überglätten. Da sieht so aus, als hättest du einfach die Tore im Nachhinein da schnell reingebaut. Nicht nochmal kontrolliert, ob es glatt ist. Boah. Es wird immer schlimmer. Der Geländefahrt hier. Das sieht hier gerade cool aus. Da fährt man so in den Dschungel rein. Ob wir hier gleich Dinos treffen. Nee, leider nicht. Aber da hinten kommt wieder ein Brachio. Das ist doch mega schön. Da guckt er uns schon an. Durch die Baumwipfel. Ja, er schreibt uns sogar an. Wie schön. Dann haben wir auch die nächsten Dinos. Triceratopse. Auch mit sehr schönen Skins. Aber du hast echt fast gar keine Felsen verbaut, kann das sein? Ich glaube, ich habe noch keinen Felsen gesehen. Oh, wen haben wir denn da? King Rexy. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Aber die Strecke ist wirklich sehr hügelig. Die Geländefahrt hier. Das ist richtig durchgeschaukelt, wenn du hier mitfährst. Und wenn ich am Steuer bin. Und ich glaube, jetzt geht's ins Aviarium rein. Ist auch voll das andere Tor hier. Voll cool. Aber das Aviarium hatten wir ja vorhin auch schon gesehen. Ist ja leider auch sehr kahl. Aber immerhin sind hier ein paar Felsen, wo die Flugsaurier drauf landen können. Aber da hättest du dich ruhig ein bisschen austoben können. Da hätten richtig viele Felsen ruhig hier hingekonnt. Und jetzt sind wir hier in dem Neuceratops-Gehege. Und den Nigersauren. War jetzt ganz am Anfang. Also ich bin jetzt wirklich einmal quer durch den Park gefahren. Und aber auch die ganze Zeit eigentlich am Vollgas düsen. Nur direkt ins nächste Gehege rein. Und hier das Stegosaurus-Gehege. Das sieht wirklich richtig cool aus hier. Das ist eine richtig schöne Sumpfoptik hinbekommen. Hier rechts sind die ganzen Stegos. So gut. Und ich höre noch etwas Kleines. Da sind auch noch Homalocephale zwischen. Da könnt ihr ihn sehen. Im hohen Gras steckt er sich. Ich hoffe, ihr konntet es erkennen. Weil ich düse weiter. Oh, guck mal hier. Das sieht doch auch cool aus hier, das Gehege. Mit den Edmontos.
Jetzt geht's hier wieder voll auf die Schräge. Let's go. Vollgas. Wenn wir crashen, dann haben wir Pech. Oh Gott. Hindernis-Parcours. Und dann im Dreadnought das vorbeidüsen. Und noch einer auf der Straße. Nur einen kleinen Schweifhieb abbekommen. Und jetzt sind wir hier bei den Suchus. Und dem Spinoraptor, der ist immer noch am Essen. Aber ich kann euch wirklich empfehlen, also angenehmer ist es für mich immer, lieber auf Qualität als auf Quantität zu setzen. Also lieber ein bisschen weniger bauen und kleiner und dafür mehr Details einbauen. Weil so ist es halt immer echt so, dass ich einfach Vollgas gebe und schnell durch möchte. Weil ich muss halt auch ein bisschen gucken, dass die Videos nicht zu lang werden. Und ja, dass ich das halt so zusammenschneide, dass ihr nicht gelangweilt werdet. Weil ihr müsst immer bedenken, ne? Die Aufmerksamkeitsspanne im Internet wird immer kürzer und kürzer. Also tendieren auch die Videos in der Regel dazu, kürzer und kürzer zu werden. Und dann kann ich hier aus so einer Parkbesichtigung auch nicht 1,5 Stunden machen. Das wäre einfach zu viel. Aber die Skins sind richtig schön. Oh Gott. Da sind wir fast vor die Karre gelaufen, aber das war jetzt auch die Tour. Hier gibt es auch irgendwo noch eine Gyrus-Fernfahrt. Ich habe auf jeden Fall diese Kugeln gesehen. Aber keine Ahnung, wo die losgeht. Ich kann euch das ja mal zeigen von oben. Also das ist hier wirklich komplett voll gebaut. Mega viele Dinosaurier untergebracht. Also ich habe safe irgendwas übersehen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Die habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Pompis. Aber die übersieht man auch leicht. Also es geht ja ganz schnell. Gerade in so hohem Gras. Und ja, ich denke mal, die Gyrus-Fernfahrt werde ich jetzt nicht mehr fahren. Ich habe, denke ich, gerade schon genug Gehege gesehen und bin durch genug Gehege durchgefahren. Ja, Leute, das war auf jeden Fall der Park von Yannick. Den Namen kann ich euch, wie gesagt, noch nicht sagen. Es steht entweder im Titel oder es heißt einfach Jurassic World. Hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Einsenden. Und mein absolutes Highlight war hier diese coole Insel. Das sieht echt mega nice aus. Richtig coole Idee, dass man da in der Mitte auch nochmal raufgehen kann und dort diese ganzen Galerien benutzen kann, um die Unterwasserlebewesen zu beobachten. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr den Park von Yannick fandet. Und falls ihr auch einen Park habt, den ihr mir mal einsenden wollt, schaut gerne unten in der Videobeschreibung vorbei. Dort stehen dazu alle Infos. Dort könnt ihr auch den Park runterladen. Und falls euch das Video gefallen haben sollte, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.